Es dicht unter die Rigbeine in den Arbeitsbereich des Kranes ziehen lassen, um die Chaser-Trosse snatchen zu können. Snatchen, das heißt zur Sicherheit der Mannschaft schnell zu arbeiten, das heißt das Heck bei grober See gefährlich nah am Rigbein auf Position zu halten, bis die Chaser-Trosse vom Kran übergeben, an- oder abgeschädelt ist. Das aber ist Sache allein des Kapitäns und man braucht Nerven wie Manila-Tau. Der sogenannte Chaser rutscht mit seinem um die Ankerkette gelegten Ring an ihr entlang, findet so den Anker und die Winde der Nordertor kann ihn aus dem Grund reißen. Schiff und Anker werden dann von der Kette der Rig dicht herangezogen, der Anker in die mächtige Halterung gehievt, der Chaser abgeschickelt und übergeben. Und alles beginnt von neuem. Aber dem Norweger drüben rutscht beim vierten Anker durch ein falsches Manöver die Chaser-Trosse von der Heckrolle und liegt steif über der Staurelig. Zeitverlust. Das kann ihn die Charter kosten. Er wird also mit seiner Hilfswinde versuchen, die Trosse wieder auf die Heckrolle zu zerren. Bei diesem Wetter ist das nicht ohne Risiko. Standby auch für die Mannschaft der Nordertor. Eine Stunde, zwei Stunden, drei Stunden. Die norwegischen Amateure da drüben kommen nicht klar. Und das Warten zermürbt. Die fünfte Stunde. Und weil Nellermann keine Ruhe findet, ist er jetzt in der Messe. Und da er weiß, wie man seine Neufundländer bei Laune halten kann, bringt er verschmitzt das Gespräch auf seinen altbewährten Zigarrentrick, den er einem chinesischen Koch in Singapur abgeluchst hat. Okay. Endlich sollen sie den Chaser vom Anker 6 übernehmen. Die letzten beiden Anker wird die Plattform vor dem Schlepp selbst ziehen. Also an Deck, um die Sache wieder anzugehen. Verbissen wie die Terrier, zäh und nicht klein zu kriegen. Ihr Dasein ist zusammengepresst auf nur noch zwei Schauplätze, Brücke und Deck. Eine Stunde später, Anker 6 kommt an Deck. 35 Tonnen Stahl. Sichert die Ankerkette und schickelt ab. Kapitän Nettermann ist jetzt seit 19 Stunden auf der Brücke.
Der Chief überwacht im Winschenraum die Vorbereitung zum Schlepp. Die Ankerkette wird disconnected, wie Sie sagen, und mit der Schlepptrosse des Schiffes verbunden. Eine solch armdicke Trosse aus einer Stahlseele, umflochten mit 41 hochfesten Drähten, ist trotz ihrer enormen Belastbarkeit wie ein rohes Ei zu behandeln. Vorsicht also beim Abschleppen. Aber noch ist es nicht so weit. Wieder eine Stunde später. In der Kommandozentrale der Plattform spricht der Rig-Kapitän zum dutzendsten Male den Schleppplan durch. Kurs, Schlepplänge und Dauer, die Reihenfolge beim Eindampfen, Sicherheitsdistanz zu den anderen im Feld operierenden Plattformen. Wetteraussichten, stetig abflauende Winde bis zur Dämmerung. Winch von Brücke, lass kommen. Der Schlepppoller wird hydraulisch ausgefahren. Über ihn läuft verriegelt die Trosse, um den Drehpunkt des Schiffes nach hinten zu verlagern. So lässt es sich beim Manövrieren besser in der gewünschten Position halten. Zum Schlepp wird die Heckpforte geschlossen. Kommando vom Rig-Kapitän zum Beginn des Schleppens. Alles hängt nun von der reibungslosen Teamarbeit, von der Verständigung ab zwischen der gewaltigen Rig und den gedrungenen Schleppern. Es ist eine Sache äußerster Konzentration und Aufmerksamkeit. Die Wassertiefe bestimmt die Länge des auszufahrenden Schleppdrahtes und Strömung, Wind, Seegang dazu. Beide Schlepper müssen langsam eindampfen, damit die Trosse nicht reißt. Die Rig hilft mit dem eigenen Antrieb. Ballastkontrolle. Die Nacht ist nun endlich vorbei. Der Kapitän wird sich ablösen lassen. Was jetzt kommt, ist Alltagspensum. Aber den Fremden an Bord lässt die Frage nicht los, was diesen Mann da antreibt. Es ist nicht die Karriere, die als Inspektor enden könnte in irgendeinem Hafen der Welt, nicht der Verdienst von gut 80.000 Mark im Jahr. Es ist der Stolz, besser zu sein als sein Kollege an Backbord. Es ist das Abenteuer der Weite, die Herausforderung des Elements. Es ist die Unbeugsamkeit jener Männer, die Jack London und Joseph Conrad beschrieben haben. Wetterharte Burschen, die der See trotzen, ohne sie je bezwingen zu können. Rigmut. Tage später ist der Kapitän wieder in St. John's. Sie haben die Rig auf neue Position gezogen, die Anker ausgebracht und nun will er die alten Freunde besuchen. Aber daraus wird nichts. Sein ehemaliger erster Offizier, Kapitän Stürenburg, der hier den Inspektor vertrat und wusste, dass Nettermann heute einlief, will das unverhoffte Wiedersehen feiern, bevor er morgen zu seinem Kommando nach Abu Dhabi fliegt. Und da sie beide jedes Etablissement rund um die Pier aus dem FF kennen, ist klar, wohin sie steuern. Dave's Sundance Saloon. Und nun ist in ihrem harten Ostfriesisch die Rede von Douala, Rio, Point Noir. Von Stürmen, die sie abgeritten haben und von den Abenteuern, in die sie voller Unschuld gerieten. Ach, das war doch Ding, du weißt das doch, das war alles Ding. Aber das schärfste Ding war ja damals in Nigeria, weißt du, die wir nach Hause fahren mussten. Vor der Ako, wo sie den alten Flughafen aufgemacht hatten und den neuen Gleis, nee, den alten Ding und den neuen Gleis hatte ich auch. Und dann nachher 1200 Meter durch den Busch, weißt du noch? Und jetzt, was ich vorhin sagen wollte oder sagen wollte bei Benin, wo wir da alle auf die Kreuze mussten, von allen Seiten kamen. Mit dem Neger da? Ja, wo sie sich das zweite Sitzen da. Der eine hat das mit Treppen aufgehalten. Ja. Und der andere, der saß doch mit seiner ganzen Familie im Auto, und kriegt sie das Kabel, was wussten wir nicht, lieber dick und doof für, weißt du, der eine, der die Finger ein bisschen in Augen reinbohrt. Und der andere seinen Riemen rausgeholt hat. Mit dem Kopf und dem Vermögen hat er. Boah, unser Vater dazwischen wollte, weißt du. Ja, da hab ich ja gleich runtergehalten. Hast du gleich runtergehalten und dann hat die Knöpfe da runtergedrückt im Auto. Genau. Ja. Wenn wir das nicht gemerkt hätten, hätten wir einen Arsch voll gekriegt. Ja, aber echt. Arsch voll nicht vielleicht. Nein, natürlich nicht. Denn wunderbarerweise landete da plötzlich eine Seemannsfaust auf dem Punkt und der Streithammel konnte aus zwei senkrechten Lippen La Paloma pfeifen. Ich war ja auf Hirtenturm vorher in den Helden. Die haben mich auch Hotshot hier nach Kanada hergeholt. Weißt du? Ja, Urlaub. Die haben mir das allerdings versprochen. Zwei, drei Wochen
soll ich Urlaub machen. Hier bleiben und dann kann ich meinen Urlaub nehmen, aber du weißt, wie das ist. Ne? Dann hast du wieder Ärger mit der Familie, weißt du, zu Hause, ne? Die Alte ist wieder sauer oder die Frau, ne? Ja, das war logisch so. Also, ja, das oder das ist Offshore-Life. Messer fischen, wieder einer. Wo kommt der erst wieder hin? Ja, ja. Naja, also der Bock. Und als auch diese Nacht vorbei war, haben sie den ganzen Tag über Container geladen, sind am Abend ausgelaufen und sollen auf den Grand Banks drei Rigs mit dringlichstem Nachschub versorgen. Es hat ein wenig aufgehört. Also, Messe, wecken Sie die Mannschaft. Die gezurrte Ladung ist zu kontrollieren. Die See hat eine Lumme auf das Deck gewaschen. Da kein Vogel an Bord ausreichend Luft unter die Flügel kriegt, sollen sie den hilflosen kleinen Kerl greifen und ihm in Lee eine Chance geben. You like coffee? No. Do you? I'm still fine. Der Kapitän ist müde, aber er bleibt noch auf der Brücke, obwohl der zweite Offizier ab 0 Uhr Wache hat. Herr Nellemann liebt diese nächtlichen Stunden, wenn das satte Rauschen der beiden Maschinen aus der Tiefe des Schiffsleibes heraufdröhnt, wenn der Bug vorstößt in den Schacht der Dunkelheit vor ihm. Er liebt das fluoreszierende Leuchten des Kompasses, das erkundende Kreisen des Radar, das Wiegen der Dünung. Und Sie alle wissen ein Gespräch zu schätzen, das eine lange Wache verkürzt und Sie an Land führt. Wie geht's der Frau? Gut. Was macht der Bruder? Lebt er immer noch auf der kleinen Insel im Norden? Noch immer. Schon verheiratet? Ja, aber der ist schlau. Der bleibt an Land und schläft am liebsten immer mit der, immer im gleichen Bett. Mann, muss der sparen. They'll do me a favor. Look into the radar. I have to fix the position. Yeah, okay. Noch 5 Stunden bis zu den Grand Banks und zur Western Venture, ihrer ersten Rig. Nebel kommt auf. Es ist jetzt gut 30 Jahre her, dass nach Öl auf dem Meeresgrund gebohrt wurde. Man begann damals mit einfachsten Mitteln im Golf von Mexiko. Die Bohrstellen lagen in küstennahen Gewässern und wurden von Pontons versorgt. Nach der Ölkrise wurde unter den schwierigsten Bedingungen und in Schlechtwettergebieten gefördert. Die weit vor der Küste verankerten Plattformen können heute nur noch mit hochseetauglichen Spezialschiffen bedient werden. Weil die See ein Festmachen längsseits der Bohrinsel verbietet, snatcht der Kapitän. Er allein hat die Verantwortung dafür zu tragen. Eine sichere Methode ist das bei schlechtem Wetter nicht und in der Nordsee wird es von manchen Ölgesellschaften nicht mehr erlaubt. Crew Change. Ein paar Leute der Rig sind aus dem Urlaub zurück. Herr Nellemann weiß, wie mies zurzeit die Lage auf dem Ölmarkt ist und wie delikat in der Versorgung Schiffe. Sie alle sehen ja in den Häfen die unbeschäftigten Schiffe der Konkurrenz aufliegen. Ihre Reederei ist noch recht gut im Geschäft. Aber das hängt vom Know-how der Mannschaft, vom Engagement des Kapitäns ab. Nellemann kann nicht ahnen, wie sehr sich das schon morgen in der Früh zum ungezählten Male wieder aufs Neue bewahrheiten wird. Das Heckmanöver also. Der sogenannte Snatch und die Vorbereitung zum Überpumpen von Schwerspat zum Versteifen der Bohrlöcher.
We can't start pumps and drill water. Connected. Das Pumpen beginnt und es wird Stunden dauern. Endlose Stunden ist das Schiff nur ein paar Meter von der Rig entfernt auf Position zu halten. Erst kürzlich hat ein kanadischer Kapitän sein Bootdeck in ein Plattformbein gepfeffert. Keine Verletzten zum Glück, der Schaden aber 250.000 Mark. Sie sind jetzt seit dem Morgen auf den Beinen, sind rechtschaffen müde. Nein, sie sind ausgezählt, erschossen, schachmatt. Aber time is money. Steaks und Schäkel, Bohrmeißel und Bonawachs, Medikamente und Mikrochips, Zinndraht und Zahnbürsten, Generatoren und Gasflaschen. Vorsicht an Deck! Alles hängt ab vom Zusammenspiel zwischen Rigkran und Kapitän. Der letzte Container ist endlich von Deck. Sie alle brauchen auf der Stelle ein paar Stunden in der Kohle. Da meldet sich noch einmal der Kapitän der Rig. Nolator, tut mir leid. Sie müssen es nochmal riskieren. Äußerst wichtige Sache. Ich weiß, das Wetter ist nicht gut, aber wir haben noch einen Container für die Rig 706 zu übergeben, den die dort dringend brauchen. Soweit ist das klar. Das Wetter ist schlecht und meine Leute sind geschlaucht. Na schön, okay, ich versuch's mal. Kann ich das noch verantworten, denkt der Kapitän. Wenn die Jungen da unten nicht Acht geben, aber verdammt nochmal, wir müssen in der Charta bleiben. Nicht zu machen. Das Risiko ist zu groß. Der Kapitän macht der Rig klar, dass er ein paar Stunden Zeit braucht, Ruhe für seine Mannschaft und die Hoffnung auf das Abflauen der dauernd umspringenden Böen. Roger, on that Nordator, understood, you tried here and the weather is a bit too rough. Aber dann hat Nettermann die Sache am Halse. Er ist der einsamste Mensch auf der Welt. Hören Sie, sagt der Rigmann. Ich verstehe das schon, aber die Ladung ist dringend. Wenn einer das schafft, dann sind Sie das und Ihre Leute. Vielleicht auf der anderen Seite der Plattform. Der Kran kann damit weniger Risiko arbeiten. Also, geht noch mal ran. Nolator, hören Sie mich, was ist denn? Der verdammt zähe Hund lässt sich locker. Und es ist wie beim Schach vor dem entscheidenden Zug. Ja, Captain, weather is getting better. The sea is coming down, so we come in now to pick up this container. Also gut, zum Teufel, ich riskier's. Ich komme ran, auf der anderen Seite. Joshua, container's on deck. I think we can proceed over to the 706 now. Gut gemacht, Captain. Die 706 wird sich freuen. Vielen Dank für Ihre Zusammenarbeit. Ich wusste, dass Sie es schaffen würden. Auch unter diesen Bedingungen. Thank you very much for all your cooperation and forgiveness. That final try in the bad weather and poor conditions. Thank you, crew, for me too. And gute Heimreise und trinken Sie ein Bier für mich mit. Na, mindestens eins. Good luck and goodbye. Das war's, Leute. Messe, bitte Kaffee auf die Brücke.
Man wird ihn rechtzeitig zu seinem Urlaub ablösen. Aber einen Monat später wird er dann in Busan sein oder in Manila, in Kelung, Stavanger oder Aberdeen. Und seine Frau und seine Söhne werden wieder und wie so oft schon auf ihn warten müssen.